Herzlich willkommen bei Malermeister Klinger, heute zu einem neuen Video. Wir sind heute hier, um das Garagentor oder diese Tür zu lackieren. Aber als allererstes haben wir folgendes Problem. Wir kriegen die Tür hier nicht richtig auf. Und warum kriegen wir die Tür nicht richtig auf? Weil die auf dem Boden schleift. Und dann kann man ja folgendes machen, indem man die Tür ein bisschen höher setzt, wenn man hier eine Unterlegscheibe hinmacht, aber die Tür hängt hier oben mit dem Falz zu sehr oben im Rahmen drin. Also werden wir die Tür unten kürzen. Und das machen wir mit der Festool Tauchsäge. Und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß bei diesem Video. Wir haben jetzt das schöne Tor haben wir jetzt rausgeholt, hier auf die Böcke gelegt. Und dann haben wir jetzt hier unsere Festool Führungsschiene, unsere Festool Tauchsäge, die wir komplett einstellen können auf eine Tiefe von 55 mm. Und dann tauchen wir ein in das Ganze und sägen schön an unserer Führungsschiene entlang mit Staubsaugeranschluss und dann ist die ganze Sache schick. Wir nehmen jetzt hier 3 bis 4 mm weg, dann unten nochmal nachschleifen, wird ja alles unten auch lackiert. Das ist ganz wichtig wegen Feuchtigkeit, dass man unten auch lackiert, aber jetzt geht es ums Sägen. Auf geht's! Wir setzen hier unsere Schiene an, ordentlich. Und dann schauen wir mal, dass das nach hinten und vorne alles passt. Und dann fangen wir einfach an, das ganze Ding abzusägen. Mir fehlt aber noch was. Moment. Durchsichtiges Glas, Sonnenbrille, wie auch immer, und Kopfhörerschutz, denn es wird laut. So, und für die vorderen Ecken hier ist jetzt ein Überstandholz. Da gehen wir her und nehmen unsere Feinsäge. Da können wir nämlich auch wunderbar Türzargen von unten abkappen und sowas wie hier können wir auch in der Länge kürzen. So, jetzt haben wir die Tür einmal gedreht und jetzt ziehen wir hier vorne noch den kleinen Überstand weg. So, die Tür ist jetzt hier unten gekürzt und jetzt nehmen wir noch hier in der Fläche ein bisschen von dem ganzen Gesäge noch ein bisschen den Überschuss weg. Und diese Kante hier wird gebrochen, indem wir sie halb rund machen, damit das hier nicht zu Ablatzungen kommt, genau in dem Bereich. Deswegen werden Kanten immer rund geschliffen leicht. So, dann hängen wir die Tür jetzt nochmal für euch ein, damit wir auch sehen, ob die Tür wunderbar funktioniert. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem kleinen Video. Da ist das Schloss offen. Da ist das Schloss aufgegangen. Aber die Tür schaut wunderbar. Jetzt passt das auch von der Höhe und wenn hier unten mal Regen rankommt, Staunässe rankommt, dann haben wir hier genug Luft, was entweichen kann. Wir nehmen jetzt die Tür, legen die wieder auf die Böcke
und gehe her und mache für euch jetzt das Video für das Schleifen. Natürlich werden wir unten auch die ganze Geschichte lackieren, denn das ist wichtig. Denn das ist wichtig, dass unten auch die Türen immer von unten lackiert sind. Gerade wegen Spritzwasser, dass es hier unten nicht abplatzen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Euer Malermeister André Klinger. Und nicht vergessen, andere Videos schauen, abonnieren den Kanal. Ganz wichtig. Und denkt dran, bleibt gesund.